Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu der MapVerdien-Map hier im LS22. So, haben wir das auch. Jetzt zeigen wir den Helfer mal, wie das richtig geht. Und zwar kann das ja wohl nicht möglich sein, dass hier ständig die Giftspritze macht, was sie will und schon ja nicht das, was sie soll. Ja? Das muss doch wohl mal bald ein Ende haben hier. So, ja nicht lange rumwursteln, einfach umdrehen. Guck mal, so geht das. Wo wir wieder bei dem Thema wären. Genau für so eine Geschichten wäre Curseplay einfach toll. Weil da kümmert sich der Curseplay-Helferfahrer einfach mal einen feuchten Kehricht um irgendwelche Kollisionen und so. Wenn der den eingefahrenen Kurs abfährt, fährt er den eingefahrenen Kurs ab und dann ist die Sache fertig. Ohne Wenn und Aber und eventuell und guck mal da hinten am Horizont, da könnte unter Umständen vielleicht irgendein Objekt auftauchen, wo ich mit ziemlicher Unwahrscheinlichkeit dagegen fahren könnte. Ja, so funktioniert nämlich der momentane Helfer und er hält dann einfach an. Steigt sofort aus, verlässt fluchtartig sämtliche Ländereien und ist für immer weg. So nämlich. Siehste? Fertig. So, dann werden wir den hier mal wieder zusammen transformatieren. So. Ich meine, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Das muss halt nur funktionieren. Dann wäre ich ja total happy mit der ganzen Geschichte. Und ich sehe gerade auf dem Wetterbericht, da kommt Regen. Also hier, Helfer, Abfahrt. Gib ihm. Ah. Wenigstens irgendeine Sache funktioniert. Guck mal. Das Gewicht ist schön, der Belarus ist schön. Dieses Werkzeug ist traumhaft in seiner Funktionalität und Einwendbar oder Anwendbarkeit. Ha, guck dir diesen tollen, vollen Anhänger an. Jetzt werden wir damit mal Richtung ja, Verkaufsstelle fahren und hoffen, dass wir da vernünftig Geld bei verdienen, oder? Würde ich sagen, wäre doch mal eine Idee. Mal gucken, wie der ZT sich so schlägt. Hätte auf jeden Fall eine mächtige Hupe und Abfahrt. Also mit dem Ding fährt er einfach los. Ich bin ja fast gewillt, noch einen zweiten Anhänger davon hinten ranzuhängen. Aber wir wollten mal nicht übertreiben, ne? Einer soll ja wohl reichen, erstmal. Sägewerk. Wir müssen erstmal den Wald verlassen. Na, ich glaube, hier ist richtig. Aber guck mal, hier geht schon bergauf. Ja, auch schön mit schwarzer Fahne. So mag ich das. Gib ihm, komm schon. Ah, wenn wir selber schalten, schon kommt er vorwärts. Alles klar. Also ich habe ihm gerade nur mal so einen Denkanstoß gegeben und schon fährt er los. Ja, die Aftermatik ist manchmal ein bisschen anstrengend im LS. Oh, oh, ei, 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 das klingt nach Achsbruch. Wenn wir hier, warte mal, wollen wir hier mal ganz frecherweise über das Feld abkürzen? Wenn das keiner sieht, dann ist das ja nicht schlimm. Oh. So, guck mal. Viel, viel schneller. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ja, ich habe echt Angst, dass der Anhänger umkippt, ne? Oh. Aber ich glaube, der Anhänger und der Traktor. Guck mal, wie der hier lang ballert mit dem Teil. Ah, Baumhilfe. Die funktionieren sehr gut beide. Und das ist halt ein HW80 und ein Fortschritt ZT-Traktor, ne? Die kennen sich halt. Die wissen, wie der Hase läuft. Das ist fantastisch. So, ich mag die Sonnenblumen. Die hätte ich gerne. Ah, Gott, bloß nicht so schnell. Wenn jetzt hier so eine
Bodenwelle kommt, ne? Das hebelt mir den Anhänger aus und dann liegt der ganze Kram auf der Seite. Das möchte ich natürlich nicht, aber schön gepackt, oder? Das Holz, schau mal. Der Dröscher ist fast voll. Ehre. Läuft. Uah. Was eine Tortur. So, siehst du, haben wir doch den Hof des Reichtums erreicht. So. Und da oben stehen noch viele Bäume im Wald, ne? Also da wird definitiv genug Holz bei rumkommen. So, wir parken hier die Gurte ab. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist so unfassbar laut hier alles, ne? Ernsthaft? Noch nicht mal 10.000? Ich bin ja total enttäuscht. Ja. So schön es doch ist, Bäume zu fällen. Wenn du dafür kein Geld kriegst, wenn du das irgendwo hinschleppst, dann ist das alles ja so semi-geil, ne? Aber hey, 8.000 haben oder nicht haben? Ich würde nämlich... Ach, guck mal, was der da für eine dicke, fette, schwarze Fahne rausfeuert. Oh, herrlich. Ich mag das. So, der Drescher ist voll. Stopp, halt, hier stehen bleiben. Wir müssen abtanken. Der ist ja auch noch an. Den können wir ausmachen. Den müssen wir anmachen. Sojabohnen. Hoffentlich für einen guten Preis bald. Das wäre natürlich toll. Warte mal, ich hatte doch irgendwo auch so eine kleine Wunschliste oder einen Zettel. Ah ja, wir brauchen einen Flug, verdammt. Weil Feld 21 wartet, ne? Ja. Muss geflügt werden. Ja. Ah, warte mal, wir können 2 und 3 schon mal mit Dünger rüberfeuern. Dann darf der sein doch anscheinend recht sträfliches Gerät ablegen. Dann kriegt er einen Düngerstreuer und dann kann der so Sachen machen. In der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Wir probieren einfach aus. Warte mal, der LKW steht nicht dem Drescher im Weg. Ist der voll? Der hat ja hinten am Anhänger schon mit Berg. Okay. Sollten wir vielleicht mal abtanken fahren, wa? Zieht er aber durch hier. Okay, ich werde jetzt gleich... Also, jetzt mache ich es wirklich. Diese olle Holperpiste da vorne mal ein bisschen angleichen. Und die da ja nicht. So, das ist schon mal voll. Für die nächste wundervolle Unkrautbekämpfungsmission. Schon mal alles vorgefüllt und bewaffnet. Warte mal, wo stellen wir den Quatsch hin? Hier vorne, ne? So. Wir müssen unbedingt Heu machen. Wir müssen generell so viele Sachen machen. Silage vom Fermentiersilo in die BGA. Das wäre natürlich auch toll. Was sagt denn die BGA überhaupt? Was ist denn hier Phase? Silage ist noch drin sogar. Mist es alle. Hier sind noch 196.000 Liter Gras im Fermentiersilo. Das wird auch... oh. Silage ist fast alle. Müssen wir nochmal einen Hänger rinfeuern, wa? Ja, und Mist auf jeden Fall. Gülle haben wir gar nicht. Die Gewächshäuser laufen. Ehre. So, was wollte ich machen? Erstmal Frontgewicht vom Deutz. Verdammt, wo liegt denn sein Frontgewicht rum? Hallo? Hat das einer gesehen? Gibt's Zeugen? Der Düngerstreuer stand hier einzeln rum, richtig? Unter Umständen könnte das Gewicht da hinten. Aha! Komm mal mit. Oh, müssen wir nochmal nachfüllen, ne? Den Kollegen.
So. Nimm dich deines Freundes an und nimm ihn mit. So, einmal ruckwärts. Den Düngerstreuer voll machen. Übelst abgefahrene wilde Kameraführung hier, ich weiß. So. Hier mal Saatgut. In der Mitte ist der Dünger. Stopp. Befüll mich. Wie viel ist denn hier noch drin? Oh, da. Hier, das reicht nur bis Ostern und zurück. 25 und 19. Naja, geht. Reicht. Abfahrt. Jetzt würde ich eigentlich sehr, sehr gerne den Helfer hier einfach fahren lassen. Aber ich habe schon wieder die Befürchtung, dass das im totalen Desaster endet. Aber dann werde ich da halt nacharbeiten müssen. Ist halt so. So. Gib Kette. Wir werden jetzt im Landschaftstool mal so ein bisschen hier das Bügeleisen rüberdrücken. Na, wir werden auf Glätten, hier auf Bodenanpassung. Dann machen wir mal ein bisschen intensiver hier. Oh, haben wir... Nee. Nein, Glätten, entschuldigt. Jetzt habe ich hier ein Kilimanjaro hingebaut, ne? Wollte ich natürlich auch nicht. Wobei, sind die Löcher definitiv weg. So, ein bisschen kleiner. Kriegen wir das überhaupt ausgebügelt? Zeig mal. Also hier haben wir jetzt ein schönes Podest hingekloppt, ne? Ha. Ja, immer nicht aufgepasst, ne? Das hier da, aber das kriegen wir noch gut beigedrückt hier wieder. Sehr gut. Also wenn wir den Weg hier glatt kriegen, wäre mich schon glücklich. Wäre ich mich. So, einfach mal rüber drücken. Müssen wir einfach ausprobieren, ne? Am besten mit dem Dröscher dann gleich mal eine Runde rüber hampeln hier. Oder mit dem LKW, der ist ja voll, den müssen wir leer machen. Also ich merke, wir haben parallel ständig sehr viel zu tun, ne? Er kommt zurück. Ja, interessant. So, aber ob hier wirklich was passiert, kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe es ja. Sofern uns das Land natürlich auch gehört, ne? Wenn nicht, dann ist hier halt wenig bis gar nichts passiert. Müssen wir einfach ausprobieren. So, er macht Sachen. Wir kontrollieren. Ja, die Helfer stehen bei mir. Ich brauche Erklärung, Leute. Ohne Quatsch, ich brauche Erklärung. Warum kann der mit dem Ding hier einfach fahren, als wäre nichts? Und mit der Giftspritze so, ah, nee, ich muss hier lang. Und, ah, da ist er auch was und ich muss umdrehen. Und dann, ja, ne, kennt er ja. Okay, der ist voll, der Kollege. Warte mal, der Dröscher, der hat schon seine... Ach komm, wir drehen ab. Ich habe dem Sill ja ein bisschen mehr Motorleistung verpasst. Er findet Berge immer noch so semi-toll. Machen wir da ein Ural oder sowas? Ich hätte auch gerne größere Anhänger, ne? Ach, schwierig. Schwierig. Guck mal, wie der hier mit 8 km/h den Berg hochkrabbelt. Das geht doch nicht. So, dafür hat er einen schönen Innenraum. Ohne Quatsch, gefällt mir hier drinnen wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir doch überwunden die peinliche und total quälende Stelle, oder? Aber jetzt geht bergab, jetzt soll es schnell gehen. So, dann können wir gleich mal den frisch gebügelten Weg hier ausprobieren, in der Hoffnung, dass die Löcher weg sind. Ja, ist angenehmer, ne? So, ab hier ist easy, guck mal. Na bitte. Damit kann ich leben, wenn es so bleibt. Dann ist das supi. So, hau mal raus. Ich habe auch ein Update für den LKW, habe ich gesehen. Irgendwie noch mehr Farbwahl oder so? Irgendwas war da. So, ihr Bohnen. Tada. So, die müssen richtig viel Geld bringen, sonst... ganze Konzept hier nicht auf. Also stellenweise ist der Hof sehr eng gebaut. Aber ich muss trotzdem sagen, der Hof gefällt mir. So, machen wir gleich die Gegenprobe in die andere Richtung. Ja doch, guck mal, das ist doch für einen Feldweg total akzeptabel, oder? Jede Sprungschanze ist noch drin. Für ein bisschen Adrenalinkick zwischendurch, perfekt. So,
So mag ich das. So. Schön durch den Bestand heizen. Wunderbar. Ich hätte gerne manchmal so einen Dröscher, der intuitiv zwei Abbunkerrohre hat und immer zu der abgeernteten Seite seine Ärmchen streckt. Das wäre doch mal was, oder? Also die bestimmt Modder, die sagen, yo, kein Ding, Mike Ferry, aber na, wird wahrscheinlich jeder gehört haben. Naja, so, bist du gleich voll? 4.500 hatte der als Bunkerkapazität, oder? Jawohl, Abfahrt. So, den beiseite. Siehst du wohl. Der macht hier so sein Ding. Der läuft gut. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir uns dann doch dafür entschieden haben, einen anderen Drescher zu nehmen. Schaffen wir das noch mal eine Runde Holz aufzuladen? Ich denke schon, oder? Die bringen wir dann zur Schreinerei. Hoffentlich ist da der Preis ein bisschen besser. Und ey, Leute, ohne Quatsch. Der ZT vorne mit dem breiten Reifen, ne? Das ist schön. Jetzt mal ohne Quatsch, ne? Und die Bereifung von dem Anhänger, die ist auch wunderschön. So, jetzt muss er das nur noch irgendwie bewerkstelligt kriegen, dass er mit dem Anhänger auch wieder heile Richtung Wald ankommt. Ja. Dann wäre er happy. Sag mal, wir können ja den Weg hier lang fahren. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger die offizielle Zufahrt für uns, ne? Komm, gib Kette. Sehr, sehr cool. Ach, so ein bisschen Frost nebenbei. Das bringt immer so schön Abwechslung und Lockerung, ne? So, Tempomat mal reingeschmissen hier. Ich habe mich viel zu früh drüber gefreut. Guck mal, er hat ja einfach angehalten und wieder fluchtartig den Traktor verlassen. Warum kann er hier nicht einfach langfahren? Was ist da, warum, welche Schmerzen hat er erlitten? Ich weiß nicht. Okay, ist auch egal. Kümmern wir uns jetzt nicht drum. Mache ich vielleicht auch nebenbei alleine. Weil mit dem Düngerstreuer jetzt irgendwo langfahren, ne? Finde ich jetzt nicht so schlimm. Genauso wie über das Nachbarfeld rüber zu fahren, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Weil so wie es aussieht, wächst hier eh nur Unkraut, ne? Kann man ja mal platt machen. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass dieser Traktor gar nicht mal so hässlich ist? Ah ja, doch, mir gefällt diese vor allem. Der ist schmal, so mehr oder weniger, aber hat so einen langen Radstand, ne? Sehr charakteristisch und eine schöne lange Kabine. So. Wir haben den Forst betreten. Wir hauen hier nochmal eine schöne Schippe ruf, oder? Einmal voll machen, bitte. Schöne Ostblock-Fahrzeuge. Größtenteils, ne? Und ich hoffe, da kommen noch mehr. Weil ich habe hier noch was auf meine tolle Liste stehen. Oh ja. So, aus. Dann werden wir nochmal schön beladen hier. Also der Belarus, ne? Über den lasse ich ja nicht kommen. Der ist ja mega. Wie gesagt, das sollte eigentlich unser Hoftraktor werden. Aber der macht sich auch in der Forstjut hier. Mit seinen 105 PS ist der ja nicht so verkehrt. Das geht voll klar. So, Bremsen. Ich hatte das ja nicht mehr auf dem Schirm, dass man Pferde auch mit Hirse füttern kann. Sofern das stimmt. Wir können Kontrolle machen, das ist ja kein Thema. Tiere, ja? Pferde. Oh ja, Hafer, Hirse und Heu. Wir haben ja Hirse. Wollen wir uns Pferde holen? Aber wenn wir die Hirse verkaufen, ist halt auch wieder doof, ne? Wobei, wir wollen Hafer anbauen, aber das dauert noch ein paar Monate. Den Hafer, den wir dann ernten... Oh, ist ihm nicht zu schwer? Ja, geil. Sehr cool. Habe ich schon anders erlebt. Werdet ihr auch noch anders erleben. So, warte mal. Ja, so.
Schaukeln kann er aber trotzdem vernünftig wie alle anderen. Das ist nicht schlimm. So, wenn wir das. Ach, guck mal. Ich werde weich. Mann, da geht noch viel mehr Holz drauf. Wir könnten vielleicht noch einen Baum niederschlagen, oder? Toll. Jetzt hätte ich ja fast wieder Lust auf eine Forstmap. Aber für ein Let's Play, das war schon echt, echt heftig. Was ich nebenbei an Zeit gebraucht habe für Bäume fällen und so was, ne? Alter. Das war in den Videos quasi immer nur so wie so ein angeschnittenes Thema. Im wahrsten Sinne. Aber was ich zwischen den Folgen immer so. Das war nicht gerade wenig. Warte mal, ein Baum passt ja auf jeden Fall noch rein. Wir holen uns mal noch einen ran. Warte mal, hier haben wir schon eine schöne Lichtung. Ich wollte hier auch irgendwo so einen Unterstand drin zimmern, ne? Ja, bei der Steigung hier könnte das unter Umständen interessant werden. Pass mal auf. Ha, fällt mir gerade ein. Und zwar Paletten. Hier, Setzlinge, ja. 120 Bäume sind hier drin. Was kostet Fichten? Fichte Typ 2. What? Kiefer, nein, 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 nein. Nein. Zwei verschiedene Arten Fichten. Kann man sich die ausgewachsen anzeigen lassen? Das wäre ein bisschen interessant. Auf jeden Fall würde ich sagen, rufen wir uns dann irgendwann. Oh, der Drescher ist voll. Timber! Ey, Junge. Sind die nicht auf der Skipiste, ja? Ey, nee. Würde ich sagen, kaufen wir uns so eine Baumsetzmaschine. Und dann wird die Jan fleißig wieder aufgeforstet. So wäre es mein Plan, dass wir immer den Wald so ein bisschen am Machen haben, ne? Wenn nicht, dass wir jeden Monat irgendwie Bäumchen platt machen, dann dafür wieder neue Pflanzen, dann haben wir theoretisch, wenn man das jetzt mal so betrachtet, immer einen gesunden Bestand an Bäumen, die wir fällen können. Und im Idealfall immer so zwei Anhänger voll, ne? Aber ich denke mal, das wird nicht ausreichen. Und ich wurde sehr gefragt, wie ich denn Baumstämme oder Paletten hochheben kann. Das ist in der Holzfäller-Mod, die gibt es im Mod-Hub, also im Giants-Mod-Hub über das Spiel. Da ist die Superkraft enthalten und damit kannst du halt so schwere Gegenstände hochheben. Na? Drückst du hier, also normalerweise kannst du jetzt nichts machen. Drückst du immer Alt und dann kannst du den aktivieren zum Hochheben. Ne, dann wachsen dir wie Popeye so ein paar schöne Supermuskeln und dann geht alles. Guck. Da kannst du Trecker hochheben, da kannst du alles durch die Gegend schmeißen. Einfach alles. Kannst du dich auch aus prekären Lagen befreien, wie zum Beispiel den LKW mit Beta-Trailer voll Mist an der BGA auf der Elm Creek Map. Ja, manchmal passieren halt so Dinge, ne? Da bin ich echt froh, dass man das damit lösen kann, bevor du wieder irgendwelche Diret dran schlöpfst und wollen wir? Boah, guck mal, passt ja. Perfekt. So. Vielleicht kriegen wir auch alle mit immer weggekrabbelt. Das wäre natürlich toll, weil ich habe mir die genau vorm Anhänger erlegt. Ist jetzt nicht so super intelligent gewesen, aber. Ne, den dicken. Ah, und den kleinen lässt er auch liegen. Okay. Da kommen wir aber ran. Über den kleinen können wir rüberfahren. Oder auch nicht. Eieiei. So, warte mal. Der hier in der Mitte, der liegt nicht so schön. Den schieben wir nochmal gerade. So, perfekt. Du kannst hiermit auch total präzise manövrieren. Guck mal, kannst hier zwischen die Achsen vom Anhänger, kannst du dich da richtig schön. Zack. Geil. Und hoch das Zeug. Den dicken Stamm nochmal schön mitgenommen. Ein Baum mehr. Ehre. Und raus. Liegt doch perfekt, oder? Also vom Masseverteilungsfaktor her echt nicht schlecht. Schöne Ladung nochmal, oder? Na? Ja. Sehr, sehr schön. So, angoten. Und Abfahrt.
Halt, der Drescher war voll, ne? Ja, wo ist der LKW da? Den Düngerstreuer kümmere ich mich jetzt mal nicht. Das mache ich nämlich, glaube ich, zwischen den Folgen. Ja. Dann hoffe ich, dass wir ordentlich Geld kriegen mit dem Holzanhänger. Dass wir uns einen Güllefass holen können. So, voll machen. Da-da-da-da. Abfahrt, Schreinerei. Schön, aber man, das macht so Spaß. Der ZT, das war, glaube ich, eine verdammt gute Idee, diesen Traktor zu kaufen. Ich wäre vielleicht auch hier wild, noch einen zweiten Holzanhänger zu holen, weil an dem HW80-Anhänger, da kannst du einfach mal nochmal ihn hinten ranhängern. Weil anscheinend schafft er das ja hier mit Leichtigkeit. Gut, die kriegst du natürlich auch nicht so voll geladen wie irgendwelche anderen Holztrailer. Aber, ne? Geht schon. So, jetzt müssen wir hier am Waldfeldrand entlang krabbeln, denn hier ist nämlich der Weg, der uns zum Reichtum führt. Hm. Bremsen. Die breiten Räder vorne sind toll, ey, wirklich. Also optisch definitiv. Sehr gut. Schön, oh. Bin ich mal gespannt, wie viel Geld der Anhänger hier bringt. Ich glaube, der ist ein bisschen weniger beladen wie der davor, oder? Also hier ist, glaube ich, 1-2 Holzstämmchen weniger drauf, möchte ich mal behaupten. Egal, probieren wir aus, werden wir gleich sehen. Mir ist aufgefallen, wir hätten ja vom Wald auch direkt hier hinten langfahren können, oder? Hm, naja, egal. So, Carpentry war ja hier, ne? Workshop, ja. Wenn wir jetzt hier hinfahren, sollten wir eigentlich unser Holz loswerden können. Die Quote sind ab und 8000. Naja, der Preis ist nicht so geil, ne? Vielleicht sollten wir nur alle zwei Tage jeweils einen Anhänger voll verkaufen. Wir haben 28.000. Was kostet mich das Güllefass? Zeig! Frage, welche nehmen wir? Im Budget wäre der Kollege mit 8200 Liter. Der hier mit 10.000 fehlt uns dafür. Wir haben schon beim letzten Mal einen Kredit aufgenommen, ne? Weil ich mag ja dieses Fass. Das haben wir auf Elm Creek Map auch. Ich finde es schön. Und perfekt, um die BGA damit zu befüllen. Weil wir wollen ja keine Gülle ausbringen, wir wollen das alles nur in die BGA reinstopfen. Dafür ist das Ding top. So, schöne schmale Reifen. Sind wir bei 37.500. Wisst ihr was? Wir machen die 200 glatt. Oder? So, vielleicht kriegen wir die Kohle irgendwann mal rein. Ich würde sagen, beim nächsten Mal holen wir uns das Güllefass, ne? Wir sind ja schon fast da. Dann fahren wir so, wie wir hier in dem Spann sind, da zum Shop, holen den ab. Und dann ist die Sache gut. Freunde, ich bedanke mich. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Also bis dahin, mach keinen Quatsch, rein gehauen.